Okay, wir warten erstmal hier noch auf Teil hier. Während wir warten, können wir uns natürlich auch erstmal den Shop hier gönnen, Leute. Erstmal den Shop. Wir sehen erstmal hier, es gibt einen neuen Skin. Den Großmaul für 1500 V-Bucks. Was ist denn das bitte? Boah. Was? What? Das ist so eine Art Krake. Krakenmonster. Mit ultra brutalen Zähnen. Und mit so einer langen Zunge, Alter. Holy shit. Also wenn der nicht brutal aussieht, ne? Oktaichen Nummer 2 Euro für den besten YouTuber, Bro. Irre, Mann. Danke dir. Alter. Boah, ah, guckt euch diesen Skin an, Leute, ne? Dieser Skin, Alter. Da hat er hier noch diese Frösche. Schon echt. Echt. Man muss doch irgendwie sagen, der ist so... Wie soll man das sagen? Der ist so schaurig. Und zugleich auch irgendwie brutal, aber auch irgendwie so eklig wegen der Zunge. So, so eine Mischung aus den allen drei zusammen, Digga. Wirklich kranker Scheiß, dieser Skin, Alter. So, dann sehen wir hier den Knirscher. Eine Doppelspitzhacke. Mit irgendwelchen komischen Kreaturen, Alter. Wo man nicht weiß, was das sein soll, Alter. Muss los. Sieht aber ziemlich brutal aus, auch wieder. Ziemlich brutal. S-Cam auch am Start, grüß dich, moin, schön, dass du da bist. Ah, du warst nicht weg, Bro. Ach, du. Was los? Für 800 V-Bucks hier der Knirscher, finde ich sehr, sehr geil. Passt auch perfekt hier zum Skin. Und ich muss sagen, das sieht auch wirklich sehr, sehr geil aus. Sehr gute Qualität, muss ich sagen. Also von der HD-Qualität allgemein. Und ja, ich feiere auch einfach diese Zähne, ne? Und diese Augen. Finde ich zu geil, Alter. No joke. Das ist schon echt nice auch. Dann sehen wir hier Verschlinger. Eine Waffentarnung. Joa. Sogar ein bisschen animiert noch so. Finde ich geil. Für 500 V-Bucks. Ja. Schon geil. Was sehen wir hier noch? Wir sehen die... Ach, wie Arachne? What? Wie soll man das aussprechen? Arachne. Digga. Sorry, das ist... Sorry, dead name, Alter. Dead name einfach. Das kann man doch gar nicht auf Deutsch richtig aussprechen, Digga. Muss los. Dann sehen wir hier für 2000 V-Bucks diesen Skin hier. Ja. Der hat ja auch, das ist ja einfach die weibliche Form vom Spinnenritter, kennt man ja eigentlich schon, war ja glaube ich so Season 4, 5 auch hier am Start. Ist auch ein ganz, ganz nicer Skin, muss ich sagen. Passt auch perfekt zu Halloween, ne, ihr wisst, Spinnen sind auch furchteinflößend. Passt schon. Dann würde ich sagen, hier sehen wir auch noch den Netzfetzer hier für 800 V-Bucks. Noch so eine Axt, die aussieht wie, auch wie die Spinne da gerade. Für 800 V-Bucks. Die ist sogar reaktiv. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die wohl aussieht, wenn man zum Beispiel viele Kills macht oder lange überlebt, weil das kennt man ja bei den reaktiven Sachen, ist das so, wenn man lange überlebt oder halt viele Kills macht, dann ändert sich die Farbe oder irgendwelcher Special-Effekt passiert. Und was soll bei dem auch hier so sein? Aber ich weiß nicht, wie das aussieht. Bin gespannt. Da bin ich gespannt. Dann sehen wir Flugweber. Einfach eine Spinne als Hängegleiter. Das sieht schon geil aus. Den Spinnenfäden da. Spinnennetzen. Sieht schon geil aus. 1200 V-Box. Und die Spinne ist nicht einfach so hingeklatscht. Da hat man schon sich wirklich Mühe gegeben. Finde ich sehr, sehr geil. Mit diesen Augen und dem Körper allgemein hat man sich echt schon viel Mühe gegeben. Finde ich sehr, sehr geil von Epic Games hier. Dann sehen wir hier noch die Skins, die auch gestern schon im Shop waren. Die ganzen Fußballer-Skins hier in Zombie-Mode. Meinen persönlichen Favoriten ist erstmal der hier. Ein Dribbelprofi. Finde ich ganz geil. Also von den weiblichen hier. Von den männlichen finde ich den sehr, sehr geil. Und der erinnert mich ja an den Brainiac. Beziehungsweise an das zweite Outfit. Da ist er ja, ist der Brainiac auch so pink. Deswegen finde ich das schon mal sehr, sehr geil. Und ich finde den geil. Ich mag die Farbe einfach so. Blau, Türkis. Schon eine nice Farbe. Letzter Witwe auch hier am Start für 500 V-Bucks. Waffentarnung animiert sogar. Boah. Erstmal so schwarz und dann kommen die Netze so, ne? Erinnert irgendwie auch an Spider-Man, ne? So ein bisschen. Sieht schon geil aus. Also geil, also. Das ist schon eine geile Waffentarnung, muss ich sagen. Die hat so einen Stil. Dann sehen wir hier, Kuckuck.
den Horrorclown. Davon gibt es hier zwei Formen. Das ist aber die das ist der weibliche Clown. Es gibt noch den männlichen Clown. Den habe ich, glaube ich, sogar hier. Weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das mein Bruder hat oder ich, Digga. Muss ich mal gleich nachgucken. Auf jeden Fall, den hier gibt es in weiblicher Form erstmal. Auswählbare Stile. Hier mit Maske, ohne Maske. Boah, mit Maske finde ich ihn aber viel, viel besser, muss ich sagen. Da gefällt er mir echt. 1500 V-Bucks. Passt auch perfekt zu Halloween. Sieht echt nice aus. Dann sehen wir hier noch auferweckt. Habe ich ja sogar. Für 800 V-Bucks. Das war, glaube ich, sogar Season 3 oder 4 am Start. Das ist wirklich Ultra OG, Digga. No joke. Das ist wirklich der Dance Ultra OG. Boah. War auch schon lange nicht mehr im Shop. Finde sehr, sehr cool, dass er wieder drin ist. Sehr, sehr cool. 800 V-Bucks. Geiler Scheiß. Dann sehen wir hier den Scorpion Skin noch für 800 V-Bucks hier. Vorsicht vor ihrem Stachel. Ja, der war jetzt auch schon ein paar Mal im Shop auf jeden Fall. Für 800 V-Bucks. Gar nicht mal viel, muss ich sagen. Und er sieht auch ganz geil aus. Ne? Auch nur Soldaten, so die in der Wüste kämpft, sieht man ja an der Tarnung hier. Passt schon. Sieht geil aus. Dann sehen wir hier noch Balltrix. Passt ja auch perfekt zu den Fußballern, die gerade hier im Shop sind. 500 V-Bucks. Kein Handspiel. Boah. Da kann man richtig rumflaxen, ne? Da kann man so richtig angeben, Digga. Dass man der Heftigste ist. Ist doch geil. Das sieht auch gut aus. Mit dem Fußballer-Skin, dann noch mit dem Zombie-Fußballern. Das sieht schon echt gut aus. Dann sehen wir hier noch Lufthorn. 200 V-Bucks. Ja, auch eine nette Kleinigkeit. Ja, Leute, das ist der gesamte Shop. Und hier zum grünen Abschluss seht ihr noch mein Creator-Code BoxingMan-Bra. Kann man ganz easy im Item-Shop eingeben und mich damit auf ihrem Bruder Bas unterstützen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos. Dauert nur 2 Sekunden. Ganz easy eintragen. Und wenn ihr euch dann was im Shop kauft und der Creator-Code drin ist, BoxingMan-Bra, dann unterstützt ihr mich auf ihrem Bruder Bas. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und nicht vergessen, alle 14 Tage wird der gelöscht. Deswegen auf jeden Fall immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Sehr wichtig. Okay, dann würde ich sagen, wir machen dann einfach mal weiter. So, Abtei schreibt, ich habe den männlichen, das will ich auch mal sehen. Habe ich wirklich den männlichen? Muss ich mal sehen. Der war pink, ne? Der war pink. Ja, ich habe den männlichen, tatsächlich, Nacht die Nacht. Hier ist der männliche Clown. Den habe ich tatsächlich. Ich dachte, das war mein Brudi, aber